Herzlich willkommen hier bei unserer Sendung Uwe hat keinen Bock. Zu Gast heute ist Petra Pau. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Linken seit 2006 und leitet den Arbeitskreis, den Fraktionsarbeitskreis für Bürgerinnenrechte und Demokratie. Sie verbessern das, mich. Das ist so ziemlich alles falsch. Das ist so ziemlich alles falsch. Typisch an Schorch. Typisch an Schorch. Aber eins ist richtig, das Wichtigste vielleicht. 2006. Ich bin Abgeordnete der Linken, das ist richtig. PDS, und ne? Früher mal PDS. Meine Partei hat da so ein paar Häutungen durchgemacht. Erst wie eine Schlange? Erst hieß sie PDS, dann hieß sie Linkspartei. Und war und jetzt ist sie Wask oder so, ne? Wask. Nee, die sind dazugekommen. Das sind so neue Kollegen, die früher vor allen Dingen in der Gewerkschaft waren und Tarifverhandlungen geführt haben. Oder aber in einer ganz anderen Partei, in der SPD. Die sind jetzt alle auch Mitglied in der Linken. Da muss auch gleich noch einen Vorsitzenden mit ausgeborgt. Hast du mich zum Beispiel halt immer so total kompliziert. Aber, ne? Und 2006 bin ich außerdem noch Vizepräsidentin im Bundestagsvizepräsidentin, cool. Ja. Und da ich da sowas wie... Haben Sie das gefeiert dann? Das habe ich auch ein bisschen gefeiert. Wie denn? Mit Freunden eingeladen? Ja, ich bin Vize und so. Naja, mit Freunden und darüber geredet, was macht man da eigentlich? Mhm. Und da bin ich Schiedsrichterin im Parlament. Ich muss also aufpassen, dass es im Plenarsaal ordentlich zugeht. Und wenn jemand einen Foul Wie geht denn meldet, ein Foul im Parlament? Was muss man da falsch? Also wenn man jemanden beschimpft beispielsweise. Oder als was? Also was darf man sagen als Schimpfwort und was darf man nicht sagen? Schimpfwörter darf man eigentlich überhaupt nicht sagen. Aber manch einer hat sich da nicht so richtig im Griff. Und da kann ich dann rote und gelbe Karten vergeben. Cool. Was war das fieseste Schimpfwort, was schon mal einer gesagt hat im Parlament? Das kann ich hier überhaupt nicht wiederholen. Aber gab es schon so fiese? Es gab auch fiese, aber es gibt manchmal auch... Also Simongo oder so? Also das machen wir doch überhaupt nicht. Aber es gibt auch witzige Zwischenrufe beispielsweise. Was war der coolste, witzigste Zwischenruf? Das ist schon ein paar Jahre her, nämlich im Jahr 2003. Da wollte da die Mehrheit des Hauses innerhalb von ganz wenigen Minuten über 7 Gesetze abstimmen. Krass. Die haben alle einen Namen und heute sind sie sehr bekannt, nämlich die sogenannten Hartz-Gesetze. Ja, Hartz IV, ne? Geht es um Arbeitslose und so. Und da haben wir früh um 6 einen großen Stapel Papier bekommen und sollten dann in wenigen Minuten drüber abstimmen. Und da bin ich ans Pult getreten und habe beantragt, dass wir uns übers Wochenende Zeit nehmen. Das war der 19. Dezember 2003. Und da hat dann der Abgeordnete Ramsauer, das ist der da aus Bayern kommt. Karl Ramsauer ist tot, das war so ein Gag bei RTL Samstagnacht, ne? Ja, nee. Karl Ramsauer ist tot. Ja, aber CSU Ramsauer lebt noch. Mhm. Und der hat dann dazwischen gerufen, sie gottlose Type. Zu Ihnen? Ja, weil der hatte Angst um seine Weihnachtsruhe am 19. Dezember schon. Und hätten Sie sich da gewünscht, dass der auch tot ist? Nö, hätte ich mir nicht gewünscht. Aber ich hätte mir gewünscht, dass der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thirse ihn gerügt hätte für eine solche Beschimpfung. Aber wir können festhalten, Weihnachten ist Ihnen nicht wichtiger als Gesetze, sondern umgekehrt. Weihnachten hätten wir ja dann noch in Ruhe am 24. feiern können, völlig klar. War das nicht ein wunderschöner Webclip, den ihr hier gerade gesehen habt? Ich habe so viel gelernt gerade, als ich das gesehen habe im Internet, diesen Clip. Der war echt schön. Lustig war auch. Ihr könnt hier nochmal euch den nächsten angucken. Hier könnt ihr was ganz anderes, das ist was völlig anderes, seht ihr aber auch, wenn ihr da hinguckt. Und hier könnt ihr abonnieren. Und dann könnt ihr auch kommentieren. Aber wir löschen jeden bösen Kommentar. Wahnsinn, ne? wie die meine Augen animieren. Ich muss die ganze Zeit auf und dann passiert Folgendes. Krass, oder? Hast du das gesehen, diese Augenanimation? Dass ich mit sehenden Auges in die Kamera gucke und das Gerät blinzelt für mich? Krasser Effekt.